Hallo, ich bin die Caro aus Oberstdorf im Allgäu. Ich bin 32 Jahre alt und wir betreiben aktive Landwirtschaft mit einem Milchviehbetrieb. Ich bin die Sophia, bin 24 Jahre alt und ich komme von einer Landwirtschaft mit Milchviehbetrieb und mein Papa hat ca. 30 Kühen plus Jungvieh. Ich bin die Veronika, bin 22 Jahre alt, komme aus der Oberpfalz im Landkreis Neustadt an der Waldnaab und meine Eltern haben einen landwirtschaftlichen Betrieb daheim. Und jetzt sind sie Models. Für den Jungbauernkalender 3 von insgesamt 6. Vorgestellt hat sie die bayerische Jungbauernschaft heute Vormittag in Apfeldorf im Allgäu. Und wie es sich für Models so gehört, zeigten sie, was ländliche Erotik ist. Sich mit Wasser übergießen oder Klimmzüge am Traktor machen. Alles, was eine moderne Landwirtin so tut. Das Leben auf dem Land, die Arbeit in der Landwirtschaft ist wunderschön und ist modern. Sie braucht auch Kraft, wo wir jetzt in dem Motto, in dem Kalender darstellen wollen. Und gleichzeitig viel Köpfchen und sexy. Sophia aus der Nähe von Augsburg hat all diese Eigenschaften. Gut, im Hauptberuf ist sie zwar Fahrlehrerin. Okay, du bist bereit? Aber wenn sie zu Hause den Stall reinigt, sieht das so aus. Behauptet sie zumindest. Wenn man mal mit anpacken muss zu Hause, dann habe ich trotzdem, wenn es Sommer ist, habe ich meine kurze Hose an. Natürlich habe ich vielleicht Arbeitsschuhe an und keine Turnschuhe, aber es funktioniert natürlich auch in kurzer Hose und top, die Arbeiten. Ja, die moderne Landfrau muss eben einfach wissen, wie man sich lässig bei der Arbeit gibt. Caroline aus Oberstdorf kann das perfekt. Auch wenn die Sache mit der Kleidung bei ihr dann eher praktisch ist. Ich würde vielleicht nicht gerade bauchfrei im Melkstand stehen, weil 2 Stunden so zu melken ist sicherlich dann keine Wunschvorstellung, aber mit kurzer Hose, warum nicht? Die sinnliche Seite der modernen Landwirtschaft. Davon verstehen die Models mit Sicherheit etwas, auch wenn diese nicht immer ganz der bäuerlichen Wirklichkeit entspricht. Gefühlte 10.000 Fotos schossen die Pressefotografen heute in allen möglichen Stellungen mit allen möglichen Geräten. Denn welche Bäuerin hat nicht schon einmal ihren Traktor heimgeschoben? Doch eines gilt auch hier. Ein Model macht sich nicht die Hände schmutzig. Morgen im Stall sieht alles wieder anders aus.